Margarete feiert Weihnachten, Teil 2. Es war 18 Uhr. Margarete und Rosi hatten bereits zu Abend gegessen. Es gab ein weihnachtliches Festmahl. Gans, Knödel, Rot- und Grünkohl. Margarete und Rosi saßen vollgegessen auf dem Sofa. Weißt du was, Margarete? Sagte Rosi. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Weihnachtsspaziergang machen? Ein bisschen Bewegung tut uns bestimmt gut. Rief Margarete und freute sich sehr. Rosi zog ihren dicken Wintermantel an, setzte sich Margarete auf ihren Kopf und zog eine Mütze darüber. So war sie sicher geschützt vor dem Wind und den Blicken anderer. Draußen war es dunkel und menschenleer. Die Straßen waren verlassen und man sah überall in den Fenstern Lichter blinken. Vereinzelt sah man mal eine glückliche Familie, die auch zu einem Weihnachtsspaziergang aufgebrochen war. Margarete fand den Spaziergang wunderschön. Nach einer Weile sagte Rosi, »Wir machen uns mal auf den Heimweg, ja, Margarete? Es wird langsam doch ganz schön kalt.« Und beide traten den Heimweg an. Als sie fast zu Hause waren, bemerkte Rosi, dass noch Licht im Kiosk brannte. »Schau mal, Margarete, da brennt noch Licht im Kiosk von Herrn Krüger. Das ist ja merkwürdig.« »Lass uns mal nachsehen«, sagte Margarete. Der Kiosk gehörte Herrn Krüger. Er hatte diesen Kiosk hier schon immer im Kiez, seit nunmehr 30 Jahren. Rosi klopfte vorsichtig an die Türe. »Hallo, ist da jemand?«, fragte sie vorsichtig. »Wer ist da?« ertönte es hinter der Ladentüre. »Hier ist die Frau Meier, von gerade über. Ich habe bei Ihnen noch Licht brennen sehen und mich gewundert. Ist alles in Ordnung?« Langsam öffnete sich die Ladentüre. Herr Krüger lugte zur Türe heraus. »Ich hatte hier ja noch zu tun und so...« stotterte er. »Heute ist doch Heiligabend. Sind Sie denn gar nicht daheim und feiern?« fragte Rosi. »Nun ja. Wissen Sie, vor einigen Jahren ist meine Frau gestorben. Und seitdem...« Herr Krüger blickte in der Luft umher und wippte mit seinen Füßen. »Ach, wollen Sie nicht hereinkommen? Oder müssen Sie nach Hause?« »Gerne«, sagte Rosi und kratzte unauffällig an ihrer Mütze. Sie hoffte, dass Margarete noch eine Weile still sein konnte. Im Laden stand eine brennende Kerze und es lagen ein paar Unterlagen auf der Ladentheke rum. »Möchten Sie vielleicht einen Tee?« fragte Herr Krüger. Rosi nickte freundlich. Margarete lugte mit ihrem kleinen Kopf unter der Mütze hervor. Endlich sah sie mal den Kiosk, den sie sonst nur vom Fenster aus beobachtete. Herr Krüger kam mit einer Tasse Tee wieder. »Und Sie, Frau Meier? Ich meine, feiern Sie denn nicht im Kreise Ihrer Familie?« »Nun ja, wissen Sie, ich bin auch schon seit einigen Jahren allein.« Und so entbrannte ein inniges Gespräch zwischen den beiden. Margarete saß indessen die ganze Zeit auf Rosis Kopf und fing an, sich zu langweilen. Sie lugte wieder aus der Mütze hervor und sah ein Glas Gummibärchen auf einem Regal stehen. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Vorsichtig und unauffällig krabbelte sie aus der Mütze und warf einen Faden an das Regal von Herrn Krüger. Die beiden bemerkten es nicht. Sie krabbelte in das Glas mit den Gummibärchen und wollte sich genüsslich daran bedienen, bis sie plötzlich ins Straucheln kam und das gesamte Gummibärchenglas mit sich vom Regal riss. Es zerschellte am Boden. Rosi und Herr Krüger bekamen beide einen mächtigen Schreck. Rosi entdeckte Margarete und wollte gerade etwas sagen, als Herr Krüger bereits eine eingerollte Zeitung nahm und auf Margarete draufhauen wollte. »Vorsicht, Frau Meier, da ist eine Spinne!« »Nein!« rief diese und nahm Herrn Krüger die Zeitung aus der Hand. Dieser war verwirrt. »Das ist Margarete!« »Margarete?« fragte er verwundert. Margarete saß auf dem Boden neben dem zerschellten Gummibärchenglas
und winkte mit einem ihrer 8 Beinchen. Entschuldigung, es tut mir sehr leid um Ihr Glas. Ich wollte eigentlich nur ein Gummibärchen haben, sagte sie. Herr Krüger ließ die Zeitung fallen und war völlig perplex. Diese Spinne sprach mit ihm. Rosi hob indessen Margarete vom Boden auf und setzte sie wieder auf ihren Kopf. Das tut mir sehr leid, Herr Krüger. Ich werde Ihnen das Glas natürlich ersetzen. Herr Krüger wollte das Glas gar nicht ersetzt haben. Er wollte vielmehr wissen, wer Margarete ist und wo sie herkam. Wissen Sie, das war so. Und so plauderten Rosi und Herr Krüger noch bis spät in die Nacht. Und ich bin die Rosi. Ich heiße übrigens Edwin. Aber du darfst Ede zu mir sagen. Margarete bekam ein paar Gummibärchen und schlief schließlich auf Rosis Kopf ein. Frohe Weihnachten von mir und von Margarete.